שלום עליכם, וירלרנן ארוחות צדיקים, שער אהבה, דיפינפטה שער, וירזינד אינדימיטה, ליבה דילנגה ליבם, אבל וירמחן זו אינה גנץ, לבדיקה, צוזמנפסונג פון די וישטיקה פונקטה, אינס גשפרש צוקומן, אינדי ראיה, צופשטיין ווירהלטן. Ein Mensch braucht Liebe. Er braucht Liebe zu geben, aber auch Liebe zu bekommen. Wenn man dir liebt, es ist gut, es ist ein Vorteil, es ist ein guter Ruf. Ein einsamer Wolf ist nicht gut, eine Schlange geht alleine. Menschen lieben ein freundlicher Mensch, ein guter Mensch, keine Kritiker. Du kannst nicht leben in der Mauer mit Sonnenbrille, mit gepanzertem Auto. Es ist eine Gefangenschaft. רבי פינחס פון קוריץ hat einmal gesehen, der hat zu viel Chassidim, zu viel Leute, hat gebeten Gott, soll man ihm nicht lieben. Und konnte nicht bauen seine Sukkah, niemand hat ihm geholfen. Und sogar Avraham Avinu wollte nicht reinkommen in diese Sukkah. Es ist viel leichter zu sitzen und zu lernen und zu beten, als mit Menschen umzugehen. Und so wie der reiche Mann, der gesagt, ich habe einen Freund, mein Hund. Er liebt mich wegen das, was ich bin. Gut, Hund ist sehr gut, aber du bleibst trotzdem einsam und alleine, weil ein Hund wird dir nicht widersprechen, aber Menschen schon. Solange der Mensch geht gut und er ist berühmt und er ist ein Star, hat er viele Freunde, es war in Israel ein Sänger. Solange er war ein Wunderkind, alle haben gesucht seine Nähe. Am dem Tag, wo hat Stimmebruch, sie geblieben alleine. Was mir immer fasziniert, Iov, auch wenn er hat verloren alles, seine Freunde, Eliphaz, Eliu und Atemoni, sind alle gekommen, ihn zu besuchen. Wirklich, die Freunde hat ihm Gott nicht genommen. Es gibt Freunde, die sind Freunde auf Batterie, also bedingt. Und wenn ein Mensch ist beliebt, seine Wörter sind mehr angehört. Weil ein Mensch sucht seine Gutes. Ich rede nicht jetzt, wenn man muss jemanden kritisieren, dann ist es so wie eine Spritze. Muss man die Spritze geben, aber der Mensch muss einverstanden sein. Und muss man den Platz identifizieren und danach kann man geben eine Spritze. Und danach hat gesagt, der Ochres Tzadikim, sei vorsichtig von schlimmen Freunden, von Letzanim. Und wenn du willst Freunde haben, du sollst motivieren die Freunde, helfen, unterstützen, geben Geschenke. Immer die Tante Rachel, die gibt Matanot, Geschenke, alle lieben sie. Oder die Saftachani, die Oma, die Kinder und die Erwachsenen haben lieb Geschenke, Aufmerksamkeit und gute Sachen. Jetzt gehen wir in Ochres Tzadikim, die zweite Teil. Wenn ein Mensch tut gut und er hat viele Freunde, lobt er Gott und Hashem ist von ihm berühmt. Aber wenn ein Mensch soll nicht leben sein Leben wegen nur Essen und Trinken und Genießen, soll er wissen, wie wichtig es ist in dieser Welt zu sparen, Chemadanes, Koffer von dem kommenden Welt. Nicht gehen mit einer leichten Savdaklila, soll man nicht gehen mit einer leichten Chamadan zum kommenden Welt. Diese Welt ist noch eine Tankstelle. Immer wenn ich fahre in Autobahn, steht eine Tankstelle, die nächste noch 54. Warum schreibt man dir, wann ist die nächste Tankstelle? Weil wenn du hast nicht genug, du wirst kriegen Panik und schon jetzt tanken und nicht bleiben in Autobahn stecken. Jeden Mensch in seinem Alter muss denken, ich bin 50, habe ich noch 20 Jahre zu 70, 20 Kilometer Tankstelle, ich muss da reinhaben, lernen. Und ein Mensch soll nutzen diese Zeit zu lieben Gott, zu fürchten Gott, aber leben ohne Sinn, leben ohne Edelkeit, leben ohne Göttlichkeit. Es ist ein Leben nur von Genuss, aber nicht ein Leben von Glück. Das heißt,
wenn wir wollen wirklich die Sache verstehen und formulieren, müssen wir die Sache an die Tiefe verstehen. Ein Mensch will in dieser Welt genießen, aber genießen ist der Körper. Die Seele, so wie Shlomo HaMelech sagt, wer nefesh lo itimole. Also die Seele ist nicht satt davon. Die Seele will schon Sinn, Inhalt. Die Seele will schon etwas von diesem Leben. Sie will nicht stamm patteren und matteren das Leben auf gar nicht. Also die Seele versteht, dass diese Welt, wir sind gekommen, um etwas zu machen und etwas zu packen. Und Rivka, als sie hatte Angst, soll Jakob soll nicht heiraten, eine vernünftige Frau, sagt sie in Bereshis, Katz die Bechayim bipne bnois ches. Also ich will nicht solche Mädelach ohne Zukunft, ohne Stabilität. Chet bedeutet Chiti, seine Bevölkerung, aber Chet bedeutet auch Sünde. Deshalb, wenn wir wollen die Sache richtig, die Torah schenkt dir Osher, Glück. Glück ist Sachen von der Seele, von der Neshome, von dem Weg, von der Linie. Auch wenn es nicht leicht. Wenn einer verzichtet und spart jetzt und er hat später mehr, es ist viel besser. Deshalb sagt er, ein Mensch soll lieben, leben, die mit Hashem verbunden und abscheuen und entfernen vom Leben, die gegen Gott. Jetzt kommt er zu dem Liebe zum Kavod. Ein Mensch soll sich entfernen von zwei Sachen. Jagen nach Ehre und Genuss von dem anderen. Weil Jagen nach Anerkennung, Respekt, dass man dir anscheinend Ehre gibt, es ist gar nicht wert. Weil immer wird er nur bevorzugen Menschen, die ihm ehren, oder Menschen, die er hat, von denen Interesse. Aber manchmal ist doch eine Mitzwe, Kavod zu haben. Wenn er ist ein Zadik oder ein Weiser oder ein Rebbe und die Menschen missachten ihm und lachen ihm, muss er schon einen gewissen eigene Selbstwertschätzung für die Leute, soll er verlangen schon und erwarten Ehre und Respekt und Nehmen und so weiter und so fort. In dem Moment, wo die Menschen ihm respektieren, dann hören sie auch zu, was er sagt. Und man macht von ihm nicht eine Schmatte. Stell mir vor, er will machen in die Synagoge Disziplin und Ruhe und Rede. Er redet und die Leute reden auch. Was soll das? Aber suchen dem Kavod für mir ist nicht gut. Das heißt, wenn ich suche den Kavod und das Geben für den anderen, damit soll die Leute mir seriös nehmen und anerkennen und meine Wörter wahrnehmen. Oh, das ist eine wichtige Sache. Das heißt, wenn der Papa oder der Lehrer sagt, die Kinder, steh auf, reden mit sie zu mir mit Respekt. Nicht, weil ich das brauche, sondern du sollst lernen, was ist ein Lehrer, was ist ein Rebbe, was ist Mama, was ist Papa. Wenn die Mama sagt ja, ist ja. Wenn sie sagt nein, ist nein, man widerspricht nicht. Es gibt einen gewissen Kavod, den man sich nicht lassen, dem anderen mir zu erniedrigen. Deshalb auch Eltern und auch Lehrer sollen nicht sagen, die Leute, ihr könnt mir jetzt nennen Shlomo. Ja, ich bin für euch Herr Raskin oder Rabbi Raskin, wie ihr wollt. Aber eine gewisse Distanz von der Mensch soll sein, damit soll man ihn akzeptieren. Es gibt die nächste. Eine Liebe zum Vergnügen, vor Genuss. Haben wir gesagt, Genuss, was ist der Unterschied zwischen Hana'a, Genuss und Glück? Genuss ist immer weniger. Du isst jetzt ein Eis, beim ersten Leck, beim ersten Löffel, ah, beim zweiten Löffel, ah, bei dem fünften, bei dem sechsten, wenig, 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 bei dem letzten Löffel, kein Genuss mehr. Ist vorbei. Aber beim Glück, es wird immer mehr und mehr und mehr. Deshalb, wenn ein Mensch hat Luxus und Genuss beim Essen, Trinken oder Schlafen, soll er alles tun, das, was der Körper braucht, um Hashem zu dienen. Essen, Trinken, ein Haus, eine Frau zu heiraten. Soll er nicht nur essen und trinken, das, was schmeckt zu den Gaumen.
und soll er nicht suchen nur schmackhafte Essen, die ganze Zeit essen wie Hund oder Esel, sondern soll er essen gesunde Sachen, ob die sind bitter oder süß, ist nicht die schlimmste Sache. Und soll er nicht nur jetzt Ehverkehr machen, um seinen Körper zu vergnügen, sondern um sich zu fortpflanzen, um die Liebe zu verstärken. Deshalb soll er nicht essen Sachen, die schlecht für den Körper, auch wenn die sind süß. Warum? Weil später wird er sein krank. Und wenn er ist krank, kann er nicht mehr Gott dienen. Ein kleines Loch im Körper, ein größeres Loch in die Seele, in die Neshama. Jetzt kommt etwas ganz süß. Doris Tzadikim hat mir total überrascht. Versuch wenig Kompott oder Nachspeise zu übertreiben. Also Hauptspeise ja, Vorspeise ja, Nachspeise ein bisschen erniedrigen, reduzieren. Und du sollst nicht suchen nur dem Genuss. Es gibt Leute, ihr ganzes Essen, ja, und was gibt es zum Nachspeise? Eis und Schokolade, Soufflé. Und die sind nie satt und noch Wassermelone und Tee mit Pfefferminz und Vanille und Waffle und Kuchen und Erdnüsse und Tatatata und Popcorn. Hallo, sagt er, reduziere deine Nachspeise. Süß. Also bis du das selten nur nimmst. Schön, gefällt mir sehr. Also, sehr schöne Beschreibung. Und Essen am Tag mehr als das, was man isst bei Nacht. Und trink Wasser, sagt er. Und Wein, wenn du willst trinken für gesund oder für Freundschaft oder für Sorgen, ist sehr gut. Deshalb, ein Mensch soll es alles tun, um seinen Körper stabil zu behalten, und das Überfluss von Kompott, von Überfluss Wein soll man Tzadik ochel lesova nafsho, ein Gerechter isst, damit seine Seele soll satt werden, und dem Bauch von den Frevler ist immer mit einem Mangel. Und genauso mit einer Frau soll er haben die Frau, um sich fortzupflanzen, und soll er haben Nachkommen, die Hashem dienen, oder soll er seine Lust und seinen Trieb mit seiner Frau also genießen, damit soll er nicht die ganze Zeit denken über andere Frauen. Oder seine Frau zu beglücklichen und ihre Zeit zu schlafen, dass er weiß, dass sie hat nach ihm Lust. Damit soll die Frau, wenn der Mann ist ein Oberzadik und er will nicht seine Frau, wie man sagt, die richtige Genuss und Vergnügen zu befriedigen, sie wird sich suchen bei anderen Männern. Oder soll er damit denken, seinen Körper gesund zu haben, weil wenn die Samen geht raus, ist gesund für den Körper. Aber wenn eine übertreibt, mit Geschlechtsverkehr, mit Ehverkehr, er wird haben viele Krankheiten. Und damit soll genauso mit Essen, mit Wein, mit Nachspeise, mit Ehverkehr, mit Frau oder sogar, jetzt kommt, schlafen. Soll er schlafen, soll seine Neshome, soll seine Seele, soll seine Mental, soll sein ruhig, und soll er nicht sein krank, und soll er nicht sein unkonzentriert, Zombie, müde. Ich will euch sagen, ganz offen und ganz direkt, viele, viele Menschen packen nicht ihr Leben und die haben schwache Nerven und die platzen schnell, weil sie haben nicht gut geschlafen. Sollt ihr wissen, ob es Familie, Kollegen, Freunde, wenn sie bekommen eine Überreaktion, meistens Überreaktion ist, weil der Mensch hat nicht gut geschlafen. Und deshalb soll man Hashem dienen. Jetzt kommt, lass alle Lieben von dieser Welt und such die Liebe von Hashem. Das ist der Tachlis von allen Eigenschaften. So wie es steht geschrieben in 5. Buch Mosche, Kapitel 10, Pasuk 12, nun, was will Hashem von dir? Du sollst ihn lieben und
dienen und befruchten, also die zwei Flügel. Das ist die ganze Sache. Wir haben eine Seele und die Seele kann sein glücklich und die Seele ist sauber, rein und edel. Und Hashem hat gegeben unsere Seele wie eine Prinzessin in unsere Körper und unsere Körper ist eine animale, tierische und zusammen wird das gut. Aber wenn der Mensch sucht nur Genuss von seinem Körper, nur, und er will nur Vermögen und nur Geld, hat nicht Kraft, die Seele zu denken, zu fühlen Hashem, weil sie ist verbunden mit weltlichen Sachen. Und dann die Seele wird sein krank und der Mensch wird nicht verstehen, was er hat und er wird haben Probleme mit seiner Psyche und sogar der Psychologe und der Psychiater wird ihm auch nicht helfen, weil das ist eine psychosomatische Sache. Die Seele kann man nicht wissen, was ihr fehlt. Nur Liebe zu Hashem und nur eine Weg, eine Linie, ein sinnvolles Leben kann der Mensch beruhigen. Gut. Wie soll man Hashem lieben? Soll man über ihn denken, forschen, reden, singen und bereit alles zu tun für Hashem, so wie die Menschen, die waren bereit alles zu geben zu Gott. Pinchas, Abraham, Elisha wollten nicht von Menschen abhängig sein und nur Geschenke zu bekommen. Und nicht verschwenden zu viel Zeit von Torah für den Spaß von den Kindern und spazieren. Es gibt Eltern, die wollen gute Eltern sein. Die Kinder nutzen sie zu viel. Heute Dippelmess, morgen Zoo, übermorgen Europapark, dann Dschungel. Ich habe nicht gesagt, jetzt übertreiben und sitzen mit den Kindern nur in die Synagoge und lernen. Aber die Frage ist, was ist die Hauptsache und was ist die Nebensache und wie erfüllt man die Zeit? Fährst du mit deinen Kindern eine Reise? Nimm ein paar Bücher, nimm Trivia-Karten, sollen sie lernen unterwegs. Sollst du vorbereiten, sinnvolle Gedanken sollen sie lernen. Sollst nehmen einen Guide, soll der Guide erklären die Kinder Sachen über Gott. Überall soll man Hashems Liebe bringen. Wenn einer liebt von Liebe, dient von Liebe und er beschäftigt mit Torah und Mitzvot, dann wird er kommen zu Hashem. Und wenn ein Mensch weiß die Wahrheit und er weiß, dass die Neshome und Gott sind die Wahrheit, sofa tova lavo, von ein bisschen und ein bisschen wird er voller Schüssel, du machst ein bisschen und Hashem schickt dir einen Aufzug zu steigen. Und genauso Avraham Avinu hat begonnen. Es hat gegangen langsam, aber zum Schluss, Hashem nennt Avraham Avinu Avraham Ohavi. Ohavi heißt meine Liebe, ani ohevoto, ich hab ihm lieb. So wie es steht geschrieben in Jesaja 41. Und genau so, Hashem sagt uns durch Moshe Rabbeinu, Ve'ohavto es adino Elohecho, bechol levovcho, bechol nafshcho, bechol moedecho. Sollst du Hashem lieben mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Vermögen. Alles. Ein Mensch soll bereit sein, für Hashem Geld auszugeben. Lulav. Seht ihr? Lulav. Kostet Geld. Etrog. Kostet Geld. Alles kostet Geld. Und der Mensch muss für Gottes Mitzvot seine große Versuchung. Bei weltlichen Sachen, Auto, Smartphone, Wohnung, Kleider, Sachen, die du später deine Kinder erbst, der Mensch rennt und macht und tut und Workaholic. Sachen für Mitzwes, ich habe jemand angeboten, Tfilin. Ich habe schon gesagt, dein guter Tfilin beginnt ab 500 Euro. Er war sprachlos. Ich habe gesagt, ja, aber Tfilin für dein ganzes Leben. Ich habe bezahlt für meinen Sohn eine Tfilin fast 1000 Euro in Israel. Gute Parshiot, gute Sofer, gute Arbeit, gute kostet. Aber die Frage ist, was ist dir wichtig? Die größte, die schönste neue Laptop oder die schönste Tfilin oder ein schöner Sukkah von gutem Holz. Es kostet Menschen zu bringen, ein Schreiner, das soll er machen, ein Arbeiter. Nicht jeder hat, wie man sagt, Hände. Gut. Deshalb, die Liebe zu Gott muss sein, wirklich die Liebe zu Hashem, so wie eine Liebe zu einer Frau. Wenn ein Mensch hat eine starke Liebe, ist er die ganze Zeit nach der Frau Banana.
beim Essen, beim Aufstehen, beim Morgen. Also wenn einer hat eine schöne Liebe, Momenten gehabt und erfüllt, enda topnuya me'avat ota isha. Also seine Gedanken sind nie sauber oder frei von dieser Liebe. Und genauso mit Hashem, so wie er sagt in Shir HaShirim 2,5, cholat ahava ani, ich bin liebekrank, liebekummer. Und die ganze Shir HaShirim, die ganze hohe Lieder, ist nur eine Beschreibung, wie soll man Hashem dienen. Darum soll man Hashem lieben mit dem ganzen Herz. Was ist der Weg, Hashem zu lieben? Wenn ein Mensch denkt über Gott, über die Natur, über der Geschöpf, über die Physika, Biologia, Natur, Teva, Tiere, Berge, schöne Welt, Bäume, Pflanzen, Schmetterling, er versteht das so eine schöne Welt, muss ein Gott. Und gleich kriegt er eine Lust nach Hashem, so wie David HaMelech sagt, Zomo nafshi l'Elokim, ich bin durstig zu Gott. Und er sieht, wie Gott ist groß, dass der Mensch ist noch größer als Engel oder eine Ratten im Himmel, versteht er, wie Gott ist groß. Und nicht nur von Gottes Schöpfung, sondern auch von Gottes Furcht. Er hat Schreck, dass er nicht gegen Gott, wenn man jemand liebt, will man ihn nicht verletzen, will man nicht tun Sachen gegen seine Wille. Sehr oft gibt es höfliche Leute. Du lädst jemanden zu der Synagoge. Guter Mensch, guter Mann, gute Frau. Die rufen an, was soll ich anziehen? Ich will nicht verletzen. Was sind die Regeln? Auf was muss ich achten? Genauso bei Hashem. Ein Mensch soll nicht nur von Gott Angst haben, von Gehenom, von Strafe, sondern weil er liebt. Er liebt, weil er denkt, volle Liebe. Und in dem Moment, wo ein Mensch denkt, die ganze Liebe von Hashem zu tun, mit einem gemeinsamen Gefühl, eine Hand volle Liebe, eine Hand nicht falsch zu machen. Das ist eine Feuerliebe, das ist wie eine Geflügel, die geht nach oben. Also der Ochos Tzadikim zeigt uns hier zwei Wege. Wege zwischen Menschen und Wege, also Liebe hat Liebe zu Menschen und Liebe zu Gott. Ich werde schließen diese Schar Hamishi mit einer klaren Mishnah. Jeder, der wohlbekommen oder geliebt oder die Menschen bequem in dieser Welt, Hashem hat ihm auch lieb. וכל שאין רוח הבריות נוחה ממנו, und wenn die Menschen sind von dir unzufrieden, du bist ein Tagran, ein Streiter, ein Hacker, ein Politiker, machst, gibt es auch gute Politiker, aber ich rede jetzt ein Mensch, der sucht die ganze Zeit das, was trennt, nicht das, was verbindet, guckt mit linke Auge, mit Kritik, versucht immer, der andere zu verbessern und nicht sich selbst. So ein Mensch bleibt zum Schluss alleine. Und wenn die Menschen reden über dir nicht gut, Hashem ist auch mit dir nicht gut. Ich rede nicht jetzt, wenn einer muss seine Linie durchziehen, auch wenn die Menschen ihm auslachen. Das ist wieder was anderes. Da soll er Gott treu sein und gehen in einen Ort, in eine Umgebung, wo Menschen verstehen seinen Weg und seine Linie. Aber ich rede jetzt ein Mensch, der wirklich antipathisch, unsympathisch, arrogant gegen andere Leute, Gott liebt ihn auch nicht. Hochmutig über andere Leute. Deshalb sagt er, ein Weg bringt dem anderen Weg. Wenn der Mensch geht in einen guten Weg mit Menschen und er gibt die Menschen, er ist nachgiebig, nicht pinkelig, nicht kritikvoll, schenkt, aufmerksam, hört zu, was die anderen sagen und ihn bemerken. So ein Mensch wird beliebt sein und die Menschen werden bereit sein, von ihm zu hören. Wenn ein Mensch kritisiert die ganze Zeit die anderen Leute, irgendwann die Leute haben so selektive Hören, sie wollen ihn nicht mehr hören. Sie wissen, der Mensch, der Person, der Mann, die Frau, die hacken nur im Kopf. Es muss ein Gleichgewicht sein. Ein Gleichgewicht von Gutes. Und ein Gleichgewicht zu wissen, dass er hat auch gesagt, man kann nicht die Kinder lieben und denen nur Kutschile, Mutschile, nur schöne Wörter sagen. Später die Kinder werden tanzen auf deinen Kopf ein Kasachok. Also sie werden das Gegenteil machen. Deshalb muss man immer ein gesunden Gleichgewicht von Ahava, von Liebe und Yira, einen gewissen Furcht. Und natürlich kleine Geschenke, kleine Bonbons, das ist die Linie zwischen Menschen, Ben Adam,
לחברו, und auf den zweiten Teil von Schar Ahava redet er אהבה למקום, אהבה להשם. השם את מרגישפת, השם את מרגיגים מהין לבן. יש בינים אוננטליש דנקבר, או נעים כמה נשלבן, נשבי תוג או נשבי נחת, או נעים אקזיסטירת גרנישת, מוידע אני לפונך, מלך חי וקיום, השם ליפט, אז דו עשת מיר מהין איזה אלה גיגים. אינס בזונדרס אין דיזה פיירטג, המסוכות, ווויר פרויים, און גיבן נערונג, צו אונזר זיילה מתפשטנטנס, dass diese ganze Welt ist temporary und diese ganze Welt ist vorübergehend, dann werden wir wissen, dass nur Hashem ist über uns und er schützt uns. Und in dieser Welt gibt es keine Sicherheit und keine Garantie, nur an Hashem. Aber ich sage, Hashem chesed yesovivenu. Wenn einer hat volle Bitachon an Hashem, Hashem wird ihm schützen. Und diese Wolke, diese Sukkot, was Hashem uns die Zelte gegeben, dort zu wohnen, diese Sukkah, diese Hütte, die Hütte behütet uns. Und wir machen das gerade in dieser Zeit, wo es jetzt nicht Sonne, nicht zu zeigen, wir machen Campingzelt. Wir machen das, weil Hashem uns das befohlen. Das schenkt uns eine Freude. Aber wir sollen das auch machen mit Schönheit, mit schönen Tisch, mit Blumen, mit Schminken, die Sukkah. Also einfach versuchen, was schöner, was wir können und genießen an Zman Simchatenu. Bleib alle gesund und Moadim le Simcha. Und Hashem soll uns geben viel Ahava und soll sein auch viel Ahava zwischen Menschen. Und Liebe ist viel schöner als keine Liebe. Shkoyach.